Unit-Tests kann man verwenden, um die Qualität von Software zu erhöhen. Man kann Unit-Tests aber auch als ein Werkzeug in der Entwicklung verwenden. Und wie das geht, das kommt jetzt. Nehmen wir als Beispiel wieder unser Text-Adventure, was schon in den letzten Videos eine Rolle gespielt hat. Und wir möchten jetzt mal ein paar Tests schreiben, um die Qualität von dem Text-Adventure sicherzustellen. Dazu schreiben wir Testklassen. Testklassen sind zunächst einmal ganz normale Java-Klassen. Ich habe hier schon mal eine solche Klasse angelegt, eine Klasse Dungeon Test. Wie der Name schon sagt, möchte ich damit testen, ob der Dungeon korrekt angelegt wird. Man sieht, diese Dungeon Class hat eine Member-Variable Dungeon und dann hat sie zwei Methoden im Moment, die annotiert sind mit dem @Test. Und in der Tat muss man nicht mehr tun, um einen Unit-Test zu schreiben. Ich kann diesen Unit-Test jetzt mal ausführen, indem ich auf den Test gehe und dann Run Dungeon Test ausführe. Dann sehe ich in dem Fenster am unteren linken Bildrand die Tests, die ausgeführt worden sind, und in diesem Fall waren sie erfolgreich. Ich habe also so kleine grüne Häkchen dran. Als erstes Mal, wo lege ich die Tests hin? Wenn Sie mal auf die linke Seite vom IntelliJ schauen, dann sehen Sie den Source Code Baum. Der Source Code Baum hat im Prinzip zwei Teilzweige, nämlich Main und Test. Und wir haben in Main eine bestimmte Package-Struktur und Sie sollten sich angewöhnen, dass Sie diese gleiche Package-Struktur auch auf der Test-Seite spiegeln. Und mehr müssen Sie an der Stelle ebenfalls nicht machen. Wenn Sie ein normales Java-Projekt angelegt haben, dann ist in IntelliJ schon mal alles soweit vorbereitet. Sie können, wie eben gesehen, eine Testklasse ausführen, indem Sie die Klasse laufen lassen. Sie können aber auch einfach auf den gesamten Testfolder gehen und sagen Run All Tests. Oder Sie können noch auf ein Teilpackage gehen, dann führt er einfach alle Tests aus, die er unterhalb dieses Package oder Directories findet. Ich habe jetzt hier schon so ein paar mehr Tests drin und wie man sieht, laufen die alle durch. Sie können im Prinzip auch feingranularer vorgehen und klicken einfach auf dieses kleine grüne Dreieck, was an der einzelnen Testmethode dranhängt. Dann führt er nur diese einzelne Testmethode aus. Also IntelliJ ist an der Stelle wirklich außerordentlich komfortabel. Gut, die Infrastruktur ist jetzt klar. Was muss ich jetzt tun, um so einen Test zu schreiben? Schauen wir uns mal diese erste Methode Test One by One Dungeon genauer an. Was tue ich hier? Der Name der Testmethode, der sollte es mir eigentlich schon verraten. Ich mache nämlich einen 1x1 Dungeon auf und gucke, ob der sich so verhält, wie ich das erwarte. Also, ich würde jetzt erwarten, dass man ihn erzeugen kann und dass er ein Feld hat, was ich bei 0,0 zugreifen kann. Und dann würde ich aber auch erwarten, weil das ja ein Dungeon mit nur einem Feld ist, dass es keinerlei Nachbarn gibt dieser Felder. Das heißt, ich habe jetzt viermal eine Assert Null Prüfung. In dieser Assert Null, die macht das, was der Name sagt. Assert heißt so viel wie man sichert etwas zu. Das heißt also, ich überprüfe damit, ob der Ausdruck wirklich Null ist. Ich gucke einfach die Nachbarn dieses Feldes durch und erwarte, dass ich sowohl im Norden wie im Osten oder auch Süden und Westen überall einen Null finde, dass es also keinerlei Nachbarn gibt, in welche Richtung auch immer. Und das ist auch so, das haben wir eben gesehen beim Ausführen. Und dann habe ich noch eine zweite Testmethode hier dazu getan, um mal einen etwas wohlgeformteren Dungeon ausprobieren zu können, nämlich einen 2x2 Dungeon. Und dann müsste es ja so sein, dass ich im Norden und im Westen keine Nachbarn habe. Aber im Osten und im Süden habe ich Nachbarn und deswegen habe ich jetzt hier geschrieben Assert Null bei dem Nachbarfeld im Norden, dann Not Null bei dem im Osten, Not Null bei dem im Süden und wieder Null bei dem im Westen. Was hat es mit diesen Assert-Ausdrücken auf sich? Es gibt hier so eine Anzahl von vordefinierten Ausdrücken, mit denen man sehr schön Testbedingungen prüfen kann. Wir haben schon Assert Null und Assert Not Null gesehen. Dann gibt es, was man auch sehr häufig braucht, Assert Equals. Da gibt man zwei Parameter und optional eine Message und kann dann prüfen, ob der erwartete Wert gleich dem tatsächlich erhaltenen Wert ist. Verwandt damit ist assert same oder assert not same. Same bedeutet Prüfung auf Identität. Das heißt, ich gucke, ob ich wirklich das gleiche, also dasselbe Objekt habe,
während Equals nur auf die Gleichheit prüft. Das können also zwei Objekte sein und wenn die mit isEqual verglichen true zurückbekommen, dann ist assertEquals auch true. Davon gibt es noch eine Variante assertArrayEquals. Da kann ich also ein ganzes Array von Variablen übergeben. Dann gibt es Prüfung auf true und false. Also ich prüfe einfach, dass ein bestimmter Ausdruck sich zu true auswertet oder eben zu false. Und dann das letzte, ein etwas besonderer Fall, assert throws. Damit kann ich prüfen, ob eine erwartete Exception geworfen wird. Das werden wir gleich noch brauchen. In der Regel versucht man seine Tests ein bisschen zu strukturieren und häufig verwendet man dabei dieses Schema, given, when, then. Das ist so zu lesen, mit given spezifiziert man, was die Vorbedingung des Tests ist. Mit when sagt man, was die Aktion ist, die ich ausführe. Und mit then sage ich, was ich dann erwarte, wenn diese Aktion ausgeführt worden ist. Wenn ich dieses Schema mal anwende auf meinen existierenden Code, dann sieht man, wie das gemeint ist. Ich nehme mir hier mal wieder die beiden Testmethoden vor, die ich jetzt schon implementiert habe und setze die mal in diesem Given When Then Schema um. Also hier sieht man schon, wie es funktioniert. Als gegeben ist, dass ich einen Dungeon erzeuge und dann ist die Aktion, die ich ausführe, dass ich mir das Feld an der Position 0,0 hole und dann prüfe ich, ob meine Erwartungen bezüglich der Nachbarn dieses Feldes gegeben sind. Und das kann ich an der Stelle analog auch auf diese Test für ein 2x2-Dungeon übertragen. Dieses Video beschäftigt sich jetzt nicht mit systematischen Testen, das wäre zu viel für ein einziges Video, das ist eher eine ganze Veranstaltung. Wir können das Thema aber anreißen. Was Sie am Ende, wenn Sie professionell Software entwickeln, haben möchten, das ist eine sogenannte Test-Coverage. Also Sie wollen sicherstellen, dass Sie mit Ihren Tests wirklich jede Zeile produktiven Source-Codes abgedeckt haben. Dafür gibt es auch Tools, die das nachhalten können. Das werden wir jetzt alles hier im Rahmen dieses Videos und dieser Veranstaltung nicht machen können. Aber man kann schon mal sozusagen in die Denkweise einsteigen. Wenn ich mir jetzt hier nochmal die Methode Test2x2Dungeon anschaue, dann prüfe ich an der Stelle nur, dass das Feld an der Stelle 0,0 den Erwartungen entspricht. Wenn ich das systematisiere und auf eine gute Test-Coverage ausgehe, dann würde ich jetzt einfach noch drei weitere Methoden dazu tun. Wie verhalten sich die anderen Felder? Also nicht 0,0, sondern dann 0,1, 1,0 und 1,1. Ich habe jetzt die Methode im Grunde genommen dreimal repliziert. Ich habe die Originalmethode umbenannt in Test2x2Dungeon at 00 und habe dann eine 01 dazu gemacht. Dann haben wir die bei 10, das ist die oben rechts. Und dann haben wir noch die 11, das ist unten links. So, und wenn ich das laufen lasse, dann sieht man, dass das funktioniert. Also mein Code scheint in Ordnung zu sein. Und damit habe ich schon mal eine ziemlich gute Übersicht, ob denn mein Setzen von Feldern funktioniert, weil ich jetzt bei einem 2x2 Dungeon schon die Randbedingungen automatisch mit erfasst habe. Jetzt hatte ich Ihnen ja versprochen am Anfang in der Intro zu diesem Video, dass man Testen auch als ein Mittel der Entwicklung einsetzen kann. Diesen Ansatz nennt man auch Test-Driven Development. Auch hierzu müsste man eigentlich ein längeres Video machen. Ich reiße das hier mal nur an, damit Sie es mal gesehen haben. Auch wenn man es anreißt, kann man es schon ganz gut benutzen und wir werden es gleich mal in einem Fall auch durchspielen. Im Prinzip geht man so vor. Man schreibt zunächst mal einen Test. Also ich fange an mit der Entwicklung, nicht indem ich Code schreibe, sondern indem ich den Test schreibe. Ich schreibe den Test so, wie ich erwarte, dass mein Feature reagiert. Wenn ich das getan habe, kompiliere ich erstmal und ich werde auf Compile-Errors stoßen, weil ich ja in dem Test einfach Funktionalitäten voraussetze, die ich noch gar nicht geschrieben habe. Also ich werde Klassen aufrufen, die es noch gar nicht gibt. Diese Compile-Errors, die fixe ich erstmal und dann habe ich einen lauffähigen Test, aber der Test schlägt fehl, der ist rot. Dann gehe ich erst hin und schreibe den Code dazu. Wenn ich das getan habe, dann lasse ich die Tests nochmal laufen und wenn ich richtig entwickelt habe, dann sind alle meine Tests grün. Und wenn ich dann nochmal Refactoring betreiben will, das heißt den Code nochmal ein bisschen aufräumen, dann mache ich das und lasse nochmal meine Tests laufen und dann gehe ich eben in die nächste Feature-Schleife. Damit haben Sie im Prinzip den Zyklus, wie das beim Test-Driven Development gemacht wird.
Ich fange also immer im Prinzip mit dem Test an und schreibe dann erst den Code dazu. Und das werden wir jetzt mal an einem kleinen Beispiel an dem gleichen Test ausprobieren. Ich möchte jetzt auch mal testen, was passiert, wenn ich einen invaliden Dungeon erzeuge, also einen Dungeon mit der Breite minus 1 und der Höhe 0. Den kann es nicht geben und ich habe mich in der Programmierung nicht um diesen Fehler gekümmert, kann ich mich jedenfalls nicht daran erinnern. Also müsste eigentlich, wenn ich jetzt diesen Test hier ausführe, es erstmal scheitern. Ja, man sieht hier, ich kriege eine Negative Array Size Exception. Das heißt, ich kriege so einen richtig schönen Bug. So, ich möchte das also robuster machen, meinen Code, und möchte an der Stelle ein neues Feature einbauen. Ich möchte, dass, wenn ich versuche, den Dungeon mit invaliden Parametern zu erzeugen, dass ich dann eine Dungeon Exception bekomme. Und jetzt gehe ich mal so vor, wie ich das eben beschrieben habe. Als erstes schreibe ich demnach den Test und bekomme dann Kompilierfehler. Jetzt habe ich den Test so geschrieben, wie ich mir das vorstellen würde, dass ich nämlich eine Dungeon Exception bekomme. Und hier sehen Sie dann auch die etwas verquere Syntax von diesem Assert Throws. Das kann man sich einfach nur merken oder es googeln, wie man das schreibt. Ich erwarte auf jeden Fall hier eine Dungeon Exception. Und die ist hier von IntelliJ in Rot eingefärbt, weil es die schlichtweg noch nicht gibt. Ich habe einfach gefordert, dass es die geben soll. Und die soll fliegen, wenn ich dann die Zeile Dungeon gleich New Dungeon von minus 1 und 0 aufrufe. Jetzt muss ich den nächsten Schritt gehen hier, und zwar die Compile-Fehler fixen und dann nochmal den Test laufen lassen. Mache ich das mal. Und das mache ich ganz einfach, indem ich diese Dungeon Exception mal anlege. So, damit habe ich jetzt eine Dungeon Exception angelegt als Runtime Exception. Okay, also der Build war erfolgreich. Meine Compile-Fehler sind jetzt gefixt. Aber wenn ich jetzt den Test laufen lasse, dann muss der fehlschlagen, weil ich werfe ja nirgendwo eine Dungeon Exception. Das heißt also, das kann noch gar nicht funktionieren. Und in der Tat, wie man sieht, er hat erwartet, dass eine Dungeon Exception fliegt, aber es fliegt eine andere Exception, nämlich die schon eben gesehene Negative Array Size Exception. Jetzt muss ich meinen Code schreiben. Und das ist an der Stelle relativ leicht. Ich muss einfach im Konstruktor des Dungeons hingehen und prüfen, ob meine Parameter für Width und Height, ob die valide sind. So, an der Stelle war es simpel. Ich habe einfach zwei Prüfungen reingemacht und dann schauen wir nochmal, ob unser Test jetzt funktioniert. Sie sehen, der Test funktioniert, also es fliegt eine Exception an der Stelle, wo man erwartet, dass eine fliegen würde. Dann gibt es jetzt abschließend noch eine Sache zu zeigen, die bei der Testklasse Dungeon Test gar nicht vorkam, die ich aber woanders zeigen kann und die Ihnen in der Praxis immer wieder begegnen wird. Das ist nämlich die Notwendigkeit, für jeden Test so ein bisschen Vorbereitungen zu treffen. Dafür haben Sie die Annotationen Before Each und After Each zur Verfügung. Und ich zeige Ihnen das mal anhand einer anderen Testklasse, nämlich anhand einer Klasse, die den Kampf zwischen Player und Monster oder zwischen zwei Monstern darstellt. Wenn wir uns das mal genauer anschauen, dann haben wir hier oben in diesem Fight Coverage Tests zwei Monster, nämlich Monster 1 und Monster 2. Wir haben einen Player, wir haben einen Dungeon und wir haben auch Kommandos. Und die Idee ist, ich lege mir einen Dungeon an, ich platziere auf bestimmte Felder des Dungeons entweder Player und Monster und wenn da ein Player ist, dann lege ich außerdem noch ein Schwert dahin und dann kann der Player das Schwert nehmen und das Monster bekämpfen, das Monster kann den Player bekämpfen. Jetzt müsste ich dann quasi zu Beginn jeder Testmethode immer reinschreiben, leg das Dungeon an, leg den Player an, leg die Monster an, tu sie dahin. Das ist ein bisschen mühsam. Deswegen mache ich das mit der Methode Before Each. Die habe ich jetzt hier Setup genannt und da gehe ich genau hin und initiiere das Dungeon, den Player und bereite halt alle Daten vor, die ich so brauche. Die analoge Methode After Each, die brauche ich hier nicht. Die brauchen Sie zum Beispiel dann, wenn Sie tatsächlich mit einer echten Datenbank arbeiten. Dann möchten Sie ja, dass
nach jedem Test auch die Datenbank wieder freigeräumt wird. Und das würden Sie dann typischerweise in dem After-Each machen. Sie können also davon ausgehen, dass diese Methoden, die mit Before-Each und After-Each getaggt sind, dass die jeweils einmal vor jedem und nach jedem Test ausgeführt werden. Damit sind wir im Schnelldurchlauf einmal über das Thema Unit-Testing drüber gegangen. Sie haben gesehen, wie man einen Test schreibt und was die wesentlichen Elemente eines Tests sind. Und Sie haben auch die Methode des Test-Driven Developments zumindest im Anriss kennengelernt. Das funktioniert so, dass man erst den Test schreibt, die Kompilierfehler beseitigt und dann erst den Code dazu programmiert und schaut, dass der Code dann grün ist im Test. Das hat insbesondere dann mehr Wert, wenn Sie auf existierendem Code aufsetzen und den verbessern. Und Sie vermeiden dadurch diese typischen Big Bang-Integrationsmomente. Sie haben ganz viel Code hinzugefügt und nichts läuft mehr. Und Sie müssen erstmal 3 Stunden lang debuggen, bis Sie den Fehler wirklich gefunden haben. Das kann man wirklich sehr wirkungsvoll mit so einem TDD-ähnlichen Vorgehen vermeiden.